Is that what I think it was? If you're thinking giant eye, then yes. Do you think it saw us? It was a giant eye. What do you think? Nein. Was machst du denn jetzt schon wieder? Hauptsache Sachen kaputt schlagen. Anscheinend schlagen wir uns, also Kerdok und ich, uns gerade recht gut durch. Weil gerade verbrauche ich eigentlich nicht so viele Lebensfilialen. Aber das hat ja auch gerade erst angefangen. Und was das hier mit den Giant Eye auf sich hat, ich habe keine Ahnung, aber ich bin sehr gespannt, wo das noch hinführen wird. Okay, die explodieren nicht. Ich habe wieder gedacht, das wären irgendwelche dieser miesen Pfeile. Und ach, von dort oben. Oh, ist das schwer. Ja, ist gut. Komm, gibt's auch ein bisschen Nahkampf für Elara. Moment, das war... Ach Gott. Ich muss rechte Maustaste zum Halten und die mittlere Maustaste zum Zoomen drücken. Ist ein bisschen viel Geklicke auf einer Maus. So. Von dort war der andere. Daneben. Schon wieder daneben. Na, da seht ihr das mit der Kollisionsabfrage. Die ist für den Fernkampf auf jeden Fall sehr gut gemacht. Vielleicht ein bisschen zu gut. Oh. Komm, hier, Rüstungsdurchdringung. Du stehst jetzt auf. Und dann kriegst du eins. Genau in den Brustkorb. Oder ins Gesicht. Ne? Tod ist tot. Wunderbar. Und es leuchtet. Und es leuchtet. Und es leuchtet. Warum leuchtet das jetzt eigentlich? Hm. Egal. Nehmen wir Feuer. Leuchtet es auch. Jetzt hat es zumindest einen Grund zu leuchten. Au, 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 au. Okay, da konnte ich überhaupt nichts machen. Der hat mir einfach mit einer Combo direkt den Kopf weggesemmelt. Na. Oh, wir sind langsam. Arrow to the knee. Haha, man sieht den sogar. Arrow to the other knee. Und zerschossen. Und auch zerschossen. Das ist doch schön. So, braucht Kerdok unsere Hilfe? Nein. Ein gezielter Schlag oder ein gezielter Schuss. Und alles ist paletti. So, mach den Weg frei, Kerdok. So. Jetzt brauchen wir nur noch wieder ein Stück von diesem Kristall, der zufälligerweise da liegt. Und dann haben wir wieder einen sechsten. So. Sechs Kristalle bedeutet sechs Fähigkeiten, die wir freischalten können oder verbessern können. Je nachdem. So, wir müssen bestimmt genau nach da unten. Dann schauen wir uns erstmal hier oben. Ach so, hier waren die Typen, die uns abgeschossen haben. Gut. Die benutzen doch eine Armbrust oder auch genannt Arbalest. Und damit benutzen die eigentlich doch Bolzen. Ich frag mich, wie Lara dann mit dem Bolzen in Verbindung mit dem Bogen schießen will, weil... Na? Das sind schon dicke Pfeile, ne? Na? Also die Pfeile, die ich so meistens kenne, sind schon ein bisschen dünner vom Radius. Von der Dicke. Die sind schon ziemlich mächtig hier. Aber ich meine, hier ist ja nicht die Realität, also ist ja nicht unsere Welt hier. Oh. Ich glaube, wir brauchen Feuer oder sowas. Wie gesagt, hier ist ja nicht die richtige Welt. Kann ich das so anzünden? Nee, ne? Kommt sie nicht dran. Schade. Hä, wie komme ich denn da? Wie komme ich denn da dran?
Ach so. Okay. Pick up Rancor. Fast. Hm, der ist verzaubert. Und wir finden bestimmt wieder schon was Tolles. Hä? F? F heißt... Ach so, ich kann mich entscheiden, ob ich die Verzauberung anhab oder nicht. Ah. Oh mein Gott, bin ich ein Spätchecker. Gut. Hätten wir das auch mal geklärt? Ah, ja gut. Jetzt kann sich die Elara, die KI, hier entscheiden, was sie damit machen will. Weil wir werden jetzt mal wieder auf Kadok umsteigen, nachdem wir hier mal ein bisschen aufgelevelt haben. Ja, genau, ab ins Licht. So, was nehmen wir denn für die Elara? Hier ist ja schon komplett aufgestockt. Unlocks at Chapter 5. Ja, das kann also noch ein bisschen dauern. Shift. Hm. Irgendwie braucht die auch hiervon mal was. Ja, das... Dann setzen wir das auf die 1. Weil wir so lustig sind. Wir müssen nochmal verbessern. Ach so, da, ja, die einzelnen Punkte dann, ne? Richtig. So. Da hätten wir Elara auch schon mal den Atem des Drachen gegeben. Der Kadok ist auch so gut wie ganz aufgepimpt. Pimp my Kadok. Falsch. Aber hier unten haben wir noch was vergessen. Auch gut. Und ich benutze so gut wie keine Magie. Auch gut. Hm, Brimstone, das erinnert mich gerade an The Binding of Isaac. Ein anderes, sehr tolles Spiel. This ball of fire incinerates nearby enemies. Trigger it again to detonate the brimstone early. Ja, ist gut, ist toll. Was das jetzt im Grunde genommen heißt, ist, dass man damit einen Feuerball auf nahe Gegner schießen jetzt nicht, sondern es ist so wahrscheinlich so ein Flächeneffekt von sich selbst aus, und damit kann man die Gegner zum Entzünden bringen, und die Gegner kann man bei einer weiteren Benutzung dieser Fähigkeit zum Explodieren bringen, oder beziehungsweise den Trigger it again to detonate Brimstone early. Ach so, der explodiert so oder so, nur man kann den Zeitpunkt noch etwas früher setzen, wenn man lustig ist. Wenn man nicht warten will. Gut, hätten wir das auch geklärt. Und dann wechseln wir mal wieder. Now let's do some damage. Die Seelen sind auf magische Art und Weise verbunden. So. Hier, ne? Der benutzt auch solche dicken Pfeile oder Schrägstrich Bolzen. Hm, nicht schlecht. Das ist dann schon ordentlich. Okay. Benutzen wir gleich mal Brimstone. Aber erstmal kloppen wir uns hier durch, weil... Ja, wir brauchen für Brimstone natürlich auch Magie. Magie. Was ist hier? Da, ne? Gut. Hier ist wieder nichts außer Waffen und Pfeile. Und ich kann auch zwei Schwerter haben, ne? Sehr schön. So, was ist das jetzt? The Persuader. Macht mehr Schaden, ist aber langsamer. Bastard Sword. Nehme ich mal den Persuader anstatt den Bastard Sword. So, haben wir eine schwere Keule, die viel Schaden macht. Yeah, geil. Müssen wir auf Elara warten. Komm her, Mädchen. Komm her. This place is like a maze. We may never find them. Elara, you can't hide thousands of people under a rock. We'll find them. Yes, but will we be able to find our way out? Natürlich, das werdet ihr. Auf den einen oder anderen Weg. Somebody help me. Ja, da will wieder irgendeiner, dass wir dem helfen, dass wir den befreien. Und die Musik wird gerade ein bisschen
komisch, ein bisschen abgefuckt. Als würde hier gleich wieder You worry too much. What did I tell you? Ich weiß nicht. Wow. Hier fällt jetzt alles zusammen oder was? Meine Güte. Oh mein Gott. I don't know what to do. Damn it. Das zerschellt an der anderen Wand. Gut. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll, außer mich erstmal um die Fernkämpfer kümmern. Weil die... Autsch. Die Balliste da hinten treffe ich erstmal anscheinend nicht. Okay, dann heißt es epischer Nahkampf. Heißt es auf die Fresse hauen. Wieso geht das nicht? Ja. Ach so, darum. Lass mal rumgehen und... So, wo bist du? So, du kriegst jetzt auch aufs Maul. Rache ist Blutwurst. Wie, du bist schon tot. Yeah. Was ihr könnt, kann ich schon lange. Mit einer verdammten Ballista um mich schießen. Okay, nochmal dran. Geh nochmal dran. Kerdok, mach keinen Scheiß. War das jetzt der Drachenatem, den die mir verpasst hat? Hell yeah, das ist auch schön. So. Schön noch das Geld nebenbei aufnehmen, ne? Kann man ja nicht nachher machen, ne? Eigentlich hätten wir den jetzt executed, aber wir wurden dabei unterbrochen, komischerweise. Von dem Typi hier. So, und unser Schild, hält das noch viel aus? Weiß ich nicht. Schauen wir gleich mal nach. Aktivieren wir Brimstone. War das jetzt Brimstone? Irgendwie nicht, ne? Ich wurde dabei unterbrochen. Weil man mich geschlagen hat. Gar nicht nett. So. Jetzt könnten wir wieder eine Fertigkeit freischalten. Ja, natürlich. Das ist immer sehr praktisch. Ja, komm. Wie sieht das aus? Sieht ja nicht so krass aus. Okay. Doch recht interessant. Bin ja mal gespannt, was daraus noch wird. Also, da müssen wir lang. So, was liegt da hinten denn? Da liegt noch... einmal Mana. Einmal noch ein Kristallsplitter. Und da hüpfen wir nicht drüber. Auch gut. Dort dürfen wir nicht lang. Schade, keine besseren Waffen oder so. Was war hier? Schlechteres Schild. Schade. Und auf die Plattform dürfen wir eh nicht. Alles klar, dann geht's weiter. Langsam. Lange Wege. So. Und mein Daumen tut gerade weh. Tut mir leid. Ich weiß nicht gerade, was das bei meinem Daumen ist, aber... ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich da komisch geschnitten oder was das auch immer ist.